Wir machen das ganz ordentlich. Oh. Also, ich sag sofort, was wir machen. Ey, das ist aber jetzt, das passt aber jetzt gar nicht, du. Nee, aber ganz viele haben gefragt, wie kann ich die Entfaltung an meiner Enviolo vielleicht sogar selbst einstellen oder wie geht es überhaupt? Weil vielleicht kennst du das, du bist mit deinem Fahrrad unterwegs, hast eine Enviolo-Nabenschaltung und dir kommt es so vor, als wenn du bei 25 km/h extrem viel treten musst. Und wie du das Ganze optimierst, erfährst du in diesem Video. Und hier ein weiteres Video mit Nils Hogendorn. Moin erstmal und danke Dieter. Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, Entfaltung einstellen an der Enviolo-Nabenschaltung und all das machen wir zusammen in diesem Video. Also ich nehme dich dabei mit. Ich habe meinen Cruiser 2 mitgebracht aus dem Hause Riese und Müller. Ich weiß, dass auf diesem Kanal oder dass ganz viele Zuschauer auf diesem Kanal, du vielleicht auch, einen Riese und Müller besitzt mit einer Enviolo-Nabenschaltung. Ist an sich auch immer eine sehr, sehr gute Entscheidung, weil funktioniert einfach. Nur manchmal hat man die Herausforderung, irgendwie stimmt da was mit meiner Trittfrequenz nicht. Wenn ich mit meiner Frau oder mit meinem Mann oder Freundin, wie auch immer, zusammen unterwegs bin, sehe ich immer, sie tritt viel weniger bei 25 als ich. Und heutzutage haben wir ja moderne Fahrräder. Wir können Trittfrequenz permanent ablesen, Geschwindigkeit permanent ablesen und somit weiß man dann auch immer so, oh, bei 25, ich mache 70 Umdrehungen, meine Freundin nur 65 oder 60 und dann weiß ich, oh, das kann man vielleicht feinjustieren, könnte zumindest so sein. Und wie das funktioniert, wie gesagt, habe ich ja gerade schon, machen wir in diesem Video mal gemeinsam. Wir bauen das Hinterrad aus, wir nehmen das Schaltinterface ab und wir bauen das Hinterrad wieder ein, haken die Schaltzüge ein und so weiter. Also eigentlich so, dass du es nachmachen kannst oder im blödesten Fall, also ich merke das nämlich immer wieder, wir haben immer wieder Kunden in der Werkstatt, auch mit Rädern aus anderen Geschäften, die zu uns kommen und sagen, könnt ihr mir das einstellen? Mein Händler hat es nicht hinbekommen oder mein Händler will das nicht oder mein Händler weiß nicht, wie das geht oder. Also da gibt es sämtliche Varianten. Ich bin selbst auch mal bei Enviolo auf einer Schulung gewesen, habe mir das alles mal angeguckt, was man an dieser Narbe machen kann. Ja, dementsprechend kommen viele Kunden zu uns. Und wir merken immer wieder so, oh, das weiß gar nicht jeder. Darum das Video kannst du dann auch gerne mal mit deinem Fahrradhändler teilen, falls er nicht genau Bescheid weiß oder wie auch immer. Soll es alles geben, ist ja auch nicht alles schlimm, man kann auch nicht alles wissen und darum machen wir auch gerne dieses Video. Und als allererstes, bevor ich überhaupt anfange, löse ich die Seil- oder die Seilzugspannung oder die Bautenzugspannung von der Enviolo-Nabenschaltung. Das geht hier ganz einfach über die, wie soll ich das sagen, Rändelschrauben. Die Seilspannung darf auch nicht zu hoch sein. Gibt es auch ein Video drüber, über den Bautenzugwechsel. Und du musst sie halt entspannen, damit du den Zug hinten an der Narbe aushaken kannst. Das ist halt immer ganz wichtig. So, dann gehen wir nach hinten. So, ich mache das dann immer so, dass ich so im mittleren Bereich bin. Wichtig ist, dass du weißt, wo der größte Gang ist und wo der kleinste Gang ist. Also in dem Fall ist es so, wenn ich hier jetzt in diese Richtung schalte, das ist der größte und längste Gang, also da, wo du am langsamsten treten musst. Und hier ist dann der erste Gang, so gesehen. Wir gehen hier mal in die Mitte. Diese Information, die ich dir gerade gegeben habe, brauchst du auch gleich im Laufe des Videos nochmal. Ich hake jetzt als erstes mal den Schaltzug aus hier, den ersten. Wir haben ja hier zwei Stück. Nehmen wir einfach runter, zack. Geht ganz einfach. Und dann können wir es hier schon außer Führung nehmen. Kann man jetzt schwer sehen im Video, ist aber eigentlich auch selbsterklärend, wenn man davor steht. Du musst dir halt merken, wie es gesessen hat oder musst halt das Video dann dabei parallel laufen lassen. Das ist halt wichtig. Und merken, wie es gesessen hat, wirst du auch wahrscheinlich in diesem Video öfter hören. Aber ich mache mal weiter. So. Also du siehst jetzt hier, siehst das hier, ne? Also das hier ist unten, das ist oben. Das ist die eine Sache. Ich habe jetzt schon parallel auf der anderen Seite die HAS-11-Bremse ausgehakt. So, und wenn man das Oh. Hinterrad ausbauen will, in meinem Fall, ich habe ja hier eine Felgenbremse, muss man auch die Felgenbremse dementsprechend aushaken.
geht hier ganz einfach. Magura hat hier so einen praktischen Klappmechanismus. Und da habe ich quasi schon einen so einen Bremssattel hier abgenommen. Man könnte auch die Luft rauslassen, je nachdem, was für ein Fahrrad du jetzt hast. Ne? Beim Charger hast du eine Scheibenbremse, dann brauchst du in der Regel eigentlich gar nichts beachten, was die Bremse angeht. Wichtig ist immer nur, dass es genauso sitzt, wie es vorher gesessen hat. So, ich löse jetzt die Achsmutter, sodass ich das Hinterrad quasi gleich schon rausnehmen kann. Ich drehe die dafür komplett raus. Und hier sind so praktische Riemenspanner an diesem Rad verbaut. Auch das ist beim Charger oder Nevo ist das komplett anders. Das ist nur bei den Modellen Swing und Cruiser so gelöst. Finde ich, ist aber eine gute Lösung. Aber auch hier gilt eigentlich wieder das, was ich gerade eben schon gesagt habe. Es muss halt immer wieder so sitzen, wie es vorher gesessen hat. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich das hier im besten Fall aushaken kann. Löse diesen Spanner mal ein bisschen, damit ich ein bisschen Platz habe. Sonst kann ich das Hinterrad gar nicht rausnehmen. Aber siehst schon hier. Also das ist wirklich so ein klassischer Kettenspanner, wie man ihn damals vielleicht auch von dem ein oder anderen Hollandrad kennt. Nur, dass hier das Hinterrad nach hinten gedrückt wird. Und das macht man einfach, weil hier ein Zahnriemen verbaut ist. Da braucht man ein bisschen mehr Dampf. Und mit den Dingern hat man ausreichend Dampf. Dann liegt hier noch eine Verdrehsicherung. Auch die muss ganz unbedingt wieder eingebaut werden. Also all das, was ich hier abbaue, muss auch so wieder eingebaut werden. Ganz wichtig. Kann ich das Hinterrad schon fast rausnehmen oder es fällt mir schon fast entgegen. So, beim Riemen aufpassen. Ja, nicht, dass er verknickt oder irgendwas. Und dann haben wir schon das Hinterrad. Jeder, der jetzt schon schreiben will, wieso benutzt er keine Aluschutzbacken in seinem Schraubstock? Die ich hier habe, sind für diesen Schraubstock viel zu groß und dieser Schraubstock hat flache Seiten und ich habe das hier auf der flachen Seite, habe ich die Achse eingeklemmt. Also wenn du das zu Hause nachmachst und du hast keine Aluschutzbacken oder bist dir irgendwie unsicher, erstmal übernehme ich dafür keine Verantwortung, wenn du das kaputt machst. Und dann ist es so, wenn du dir unsicher bist, dann lass es lieber. Wir sind dafür auf einer Schulung gewesen, haben uns das alles mal erklären lassen, angeguckt und so weiter und somit weiß ich schon, was ich hier mache. Wie gesagt, auf der flachen Seite klemmen, damit das Gewinde nicht beschädigt wird. Das ist ganz wichtig. So, und wichtig ist halt, dass du wirklich genau weißt, wo ist jetzt der größte Gang und was möchtest du überhaupt? Also wie möchtest du dein Rad einstellen? Die meisten, zumindest hier im Norden, die möchten halt einfach bei hoher Geschwindigkeit wenig treten und einen möglichst großen größten Gang haben oder eine lange Übersetzung im größten Gang haben. So. Und bei mir ist es so wie es hier jetzt abgebildet ist, wenn ich hier drehe, dann merke ich alles klar, das wird der erste Gang sein. Und wenn ich hier dieses Interface von der Schaltung bewege, dann merke ich schon alles klar, die Übersetzung wird immer länger. Das ist quasi jetzt der größte Gang. Sieht man auch, das Hinterrad dreht schneller als das Ritzel. Somit ist das, wo wir hinwollen. Und da wollen wir ja gucken, ob da noch Potenzial ist. Ich gehe hier jetzt mal auf Anschlag von meinem Interface. Das fühlt sich quasi schon so an, als wenn es passt. Aber ich baue es trotzdem auseinander, um es einfach zu zeigen. So, und auch diese 17er Mutter, die konnte ich jetzt von Hand lösen. Somit hast du auch ungefähr eine Vorstellung, wie fest die dann hinterher wieder sein muss oder sein darf. Und dann gibt es gleich einen wichtigen Punkt zu beachten, weil da werden auch häufig wahrscheinlich die meisten Fehler gemacht. Dieses Interface, das muss immer wieder genauso sitzen, wie du es abgenommen hast. So, und wenn ich das Ganze jetzt mal mache, bevor ich es abnehme, habe ich mir einen weißen Edding hier besorgt. Und jetzt mache ich mir hier einfach eine Markierung. So, dann weiß ich immer, alles klar, genauso wie ich es jetzt abgenommen habe, muss ich es auch wieder draufsetzen. So, und jetzt wollen wir aber ja erstmal gucken, ob wir wirklich im größten Gang sind. So, und du nimmst quasi dieses Interface ab, drehst einmal so ungefähr Richtung Mitte, setzt das Ganze wieder drauf. Bringst das Ganze in Bewegung, drehst auch hier am Hinterrad, als würdest du fahren. Und jetzt versuchst du einfach mal zu schalten, ob da noch Luft ist. Aber du siehst schon bei mir, ich stoße hier an.
hier ist mein Maximum erreicht. So, würde ich es jetzt so wieder einbauen, hätte ich ein Problem, weil ich könnte zwar jetzt in den kleineren Gang schalten, aber ich kann nicht die gesamte Bandbreite oder, so wie es letztens einer geschrieben hat, die gesamte Spreizung der Narbe ausreizen. Deswegen nehme ich das Interface wieder ab, drehe das in Richtung größten Gang, also jetzt ist es umgedreht, ne? Also so ungefähr. Ich lasse mir hier auch noch ein bisschen Luft, na, so nicht ganz so viel, aber ein bisschen. So, setze das Ganze wieder auf. So, jetzt probiere ich einmal aus, wie weit ich hier schalten kann. Ich merke schon hier, alles klar, das ist der erste Gang. Der geht rein. Jetzt drehe ich wieder in Richtung größten Gang. Ja, auch bei mir funktioniert nicht immer alles auf Anhieb. Ich weiß jetzt aber noch nicht, warum. Wieder, oh mein Gott. Ja, jetzt kann man es noch mal wirklich beobachten. Ich habe nämlich fast mir selbst die Schaltung verstellt. Das Gemeine ist, um wirklich schalten zu können und alles auszureizen, musst du am Ritzel drehen. Sonst kann das sein, dass du nicht den größten Gang reinbekommst. Und jetzt fühlt sich das hier aber wirklich gut an. Ich drehe jetzt wieder in den größten Gang, so gesehen, das Interface, setze das wieder auf. So, jetzt teste ich nochmal, versetze das in Schwung, ich schalte. So, jetzt hast du gesehen, ich habe wirklich hier bis Anschlag geschaltet. Drehe jetzt nochmal in die andere Richtung. Und siehe da, da bin ich auch. Also die gesamte Spreizung der Enviolo habe ich jetzt quasi ausgenutzt oder nutze ich aus. Jetzt drehe ich diese Kontermutter wieder drauf. Ich mache das Ganze wieder handfest. Und jetzt kann ich das Hinterrad wieder einbauen. Und läuft. Am schlimmsten ist es ja immer, wenn man es dann nachher fertig hat und doch nicht funktioniert. Darum ist Kontrolle immer sehr wichtig. Ich habe ja gerade eben gesagt, du musst dir merken, wo der höchste und wo der kleinste Gang ist. Das stimmt nicht ganz. Hier ist nämlich ganz praktisch so ein High and Low drauf, also ein L für den kleinsten Gang und ein High oder ein H für den höchsten Gang. So kannst du es halt auch relativ einfach erkennen. Jetzt kann ich das Hinterrad wieder einbauen. Also erstmal den Riemen drauflegen und das Hinterrad dann langsam in den Hinterbau einbauen. So. Also kann man sagen, dass man die Enviolo praktisch programmieren kann, wenn man so will. Ja, genau. Das ist auch so. Und so, also es ist wirklich an diesem Rad sehr einfach, das Hinterrad ein- und auszubauen. So. Ach, was habe ich denn hier? Ist ja interessant. Ich habe das Hinterrad ja wieder eingebaut. Es gibt trotzdem immer ein paar Dinge, die neben dem, dass wir jetzt die Schaltung quasi, also ich sage mal, kalibriert haben, die dann auch noch beachtet werden müssen. Das ist einmal die Riemenspannung und wichtig ist halt auch das Drehmoment von den Achsmuttern. Der eine sagt 35, ich finde 30 reichen auch oder ein bisschen über 30. Ich habe dafür meinen Drehmomentschlüssel, ich ziehe die einmal fest, Riemenspannung. Habe ich gerade schon geprüft, das passt soweit. Und wenn du zum Thema Riemenspannung mehr wissen willst, gibt es ein Video auf diesem Kanal. Da haben wir das auch mal gezeigt, mit welchem Werkzeug wir da arbeiten und wie wir das machen. Ich ziehe den jetzt erstmal hier fest. Erstmal die Achsmutter festziehen. Zack. Andere Seite auch. Zack. So, das sitzt schon mal. Dann kann ich meine Bremse wieder einhaken. Haben wir ja gerade schon drüber gesprochen.
bei diesem Rad jetzt vielleicht nicht ganz so entscheidend. Ansonsten können wir da auch gerne mal ein Video drüber machen, über die HS-Bremsen von Magura. Wobei den meisten ist es lieber, wenn wir ein Video über die Scheibenbremse machen. Das haben wir schon mal klargestellt. Wir wissen aber noch nicht so richtig, was wir da zeigen sollen und wie wir das zeigen sollen. Also es gibt schon Tricks bei den Scheibenbremsen. Irgendwo schleift das. Entweder bin ich das. Ich hake jetzt erstmal wieder schnell die Schaltzüge ein. Und dann kann ich immer noch mal auf die Suche machen, woher das Schleifen kommt. Schaltzug einhaken, als erstes den mit dieser Tonne, sage ich immer. So, Schaltzug Nummer 2 einhaken. Den mit der Klemmung oder mit dem Verschluss. Zack, klick. Ich müsste jetzt quasi nur noch die Zugspannung wieder in den Ursprungsmodus zurückversetzen. Und dann ist alles fertig, wobei die Zugspannung, die darf nie zu hoch sein. Erstmal gehen dann die Schaltzüge kaputt und was richtig blöd ist, der Drehgriff geht nicht so schön leicht. Und ich finde, es fühlt sich hier bei mir jetzt eigentlich sehr gut an. Ich könnte zwar noch ein bisschen spannen, aber viel mache ich da ehrlich gesagt nicht. Also es muss sich gut anfühlen, kannst du dir eigentlich so merken. Es muss wirklich leicht zu drehen sein. Siehst du hier mit 2 Fingern, kann ich hier eigentlich in einem gewissen Bereich einfach so drehen. Natürlich kann ich nicht die volle Bandbreite durchdrehen, das ist ganz normal. Dafür musst du pedalieren. Aber sonst sieht das hier ganz gut aus. Hier komme ich auch fast bis an den Anschlag von der Enviolo, also so, dass man auch merkt, in der Narbe ist wirklich die gesamte Spreizung ausgereizt. Und so dürfte sich das gut anfühlen. So war das vorher. So hat es vorher gesessen. Ich vermute, wenn ich jetzt an der Pedale drehe und ich beschleunige das Hinterrad mal auf 25 km/h, im größten Gang, dann wird deine Trittfrequenz auch irgendwas zwischen 45 und 50 stehen. Ich gehe noch mal auf Probefahrt. Also ich bin noch mal gefahren. Ich habe ja ganz zu Anfang vom Video schon gesagt, wahrscheinlich wird sich da nicht großartig viel ändern, weil ich habe irgendwie 45 Umdrehungen oder zwischen 45 und 50 Umdrehungen bei 25 km/h. Und das ist ja schon arg langsam, also so 60, 70 Umdrehungen kann man ruhig schon machen als gesunder Mensch, sage ich immer. Weil ein bisschen bewegen wollen wir uns ja noch. Wenn ich hier 25 fahre im allergrößten Gang, ja, das ist für mich kein Fahrradfahren. Das ist so, ich sitze da drauf, ich pedaliere ein bisschen und das Rad zieht mich. Ja, ich würde eh im kleineren Gang fahren, auch wenn ich diese automatische Schaltempfehlung eingeschaltet habe. Dann zeigt das Rad auch sofort an, runterschalten, weil es einfach nicht effizient ist. Also das muss man dabei auch einfach mal bedenken, auch wenn wir E-Bike fahren. Wir wollen auch ein bisschen effizient unterwegs sein und da spielt die Trittfrequenz schon eine Rolle. Natürlich sollst du dich auch nicht abstrampeln, das will auch keiner, ne? Aber es darf halt passen. Und es kann auch sein, wenn du einen Charger oder ein Nevo oder einfach ein ganz anderes Rad hast wie dieses, dass du bei 25 km/h einfach 50 oder sogar 60 Umdrehungen machen musst, weil es einfach ein anderes Rad ist und du hast einfach eine andere Übersetzung. Es hängt ja mit so vielen Dingen zusammen. Was für einen Radumfang hast du? Was hast du für eine Zähnezahl auf deinem Fahrrad verbaut? All diese ganzen Punkte muss man halt mit berücksichtigen, damit du weißt oder davon ist halt die Trittfrequenz auch abhängig. Ne? Also man kann jetzt nicht pauschal sagen, der Hogendorn hat 45 im Video, das will ich auch, mach mir das mal bitte. Ganz so einfach hat der Fahrradhändler das dann auch nicht. Dein Fahrrad muss es ja auch dementsprechend hergeben. Und ich habe ja gerade eben auch gesagt, 60 Umdrehungen pro Minute ist auch eine sehr gute, effiziente Trittfrequenz für ein Pedelec. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Ansonsten, ja, alles andere hast du gesehen. Ich hoffe, du kannst mit diesem Video arbeiten. Dich bringt das weiter und kannst vielleicht auch jemandem helfen, der vielleicht sagt, so irgendwie ist das komisch. Ich muss viel mehr treten als meine Freundin, Freund, wie auch immer. Gibt es alles, erleben wir täglich im Fahrradgeschäft. Und darum haben wir uns gedacht, machen wir ein Video drüber. Und wenn dir das gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Kanal abonnieren nicht vergessen, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Wir sprechen auch gerne mal über das Thema Rohlauf. Oder auch über Kettenschaltung und ach, allgemein das Thema Fahrrad ist auf diesem Kanal Programm. Und ja, abonnieren wie gesagt nicht vergessen und dann sehen wir uns schon in einem der nächsten Videos. Bis dann. Bis dann.